Meine lieben Schwestern und Brüder, es ist eine schöne Tradition, die die benediktinischen Gemeinschaften heute halten, dass sie nicht nur Martha feiern, sondern mit ihr auch Maria und Lazarus, die Freunde Jesu in Bethanien. Und es ist gut, wenn wir uns hier im Kloster am Rande der Stadt dieser Tradition heute anschließen. Denn es öffnet noch einmal einen Raum, um den es geht, den das Tagesgebet schon markiert hat. Es werden uns im Grunde genommen unterschiedliche christliche Typen vorgestellt. Das ist uns sehr vertraut aus dieser Gegenüberstellung bei Lukas, wo von Martha und Maria berichtet wird. Martha, die sich um alles sorgt, als diejenige, die das Haus führt, aber nicht zu verwechseln als einfach als Haushälterin oder der gute Geist in der Küche, sondern es ist das Haus der Martha. So wird es genannt im Neuen Testament. Das heißt, sie steht diesem Haus vor. Und Maria offenbar die jüngere Schwester. Im Laufe der Kirchengeschichte hat man unterschiedliche Marienfiguren mit dieser Maria, der Schwester des Lazarus und der Martha, zusammengezogen. Aber sie haben ihre eigene Bedeutung. Auch hier in der Perikope, in Johannes 11, dem Bericht über die Auferweckung des Lazarus, wird das deutlich. Martha mit ihrer Sorge als Hausvorstand, mit ihrem Messiasbekenntnis, das sie hier ablegt, die Jesus entgegengeht, auch angesichts des Todes voller Vertrauen. Maria, die zunächst zurückgezogen ist. Wir kennen das aus dieser Typisierung, die eher Kontemplative. Aber vielleicht ist uns aufgefallen, dass der eigentlich Kontemplative in diesem Haus Lazarus ist. Der ist deshalb so kontemplativ, der sagt kein Wort. Was er tut, ist einfach, seine gesamte Existenz Christus zu geben, indem er stirbt. Und er stirbt und Christus weckt ihn auf. Das ist das große Vorbild sozusagen überhaupt der christlichen Existenz. Im Zeitalter von sozialen Netzwerken, wo man auf Facebook 3.500 Freunde haben kann, ich weiß nicht, wo die Grenze ist, irgendwo so da herum, auf jeden Fall ganz viele Freunde haben kann, bedeutet das Wort Freund nicht mehr sehr viel. Aber hier im Neuen Testament hat es noch die volle Wucht der Bedeutung. Gerade das Johannesevangelium stellt das heraus. Ganz am Anfang ist die Rede von Johannes dem Täufer als dem Freund des Bräutigams. Und hier Lazarus, so feiert ihn die Ostkirche bis heute, der Freund Jesu. Jesus weint an seinem Grab. Und schließlich am letzten Abend seines Lebens wird Jesus die Apostel nicht mehr Knechte, sondern Freunde nennen. Das ist die große Spur, in die Lazarus sich offenbar fraglos eingeordnet hat. Von ihm wird nicht berichtet, dass er etwas geleistet hat. In Ordnung, die orthodoxe Tradition sagt, er ist von Petrus zum Bischof geweiht worden, war auf Zypern dann noch 18 Jahre Bischof. Wir wollen das in Ehren halten. Das Neue Testament berichtet nichts. Kein Wort, keine Leistung, nur dass er sich nach seiner Auferweckung zurückzieht, weil man auch ihm nach dem Leben trachtet, weil viele kommen, um ihn zu sehen. Etwas an sich geschehen lassen. Christus Freund sein und das Eigentliche an sich geschehen lassen und so die Freundschaft zu Christus zu leben. Vielleicht das für viele, vielleicht auch für uns ein Weg, Christsein zu leben. Wir sind immer sehr schnell mit dem, was wir alles tun müssen, mit moralischen Bewertungen. Aber es gibt auch die Form der Lazarus-Freundschaft. Gereift in diesem Haus von Bethanien, in dem Jesus oft und gern zu Gast war. Vielleicht müssen wir es ganz neu lernen, Jesus so Freund zu sein, dass an uns etwas geschehen kann. Mhm.